Parshva Vajrasana, der Flankendiamant, eine andere Bezeichnung für den Drehsitz aus dem Fersensitz. Komme zunächst zu Vajrasana, sitze entweder auf den Fersen oder zwischen den Fersen. Dann gib die linke Hand über das rechte Knie und gib den rechten Arm nach hinten, zum Beispiel den Unterarm gewunden um die Lende. Dann schaue nach links und atme tief ein und aus. Für Parshva Vajrasana gibt es viele weitere Variationen. Du könntest auch die linke Hand auf den Boden oder auf ein Kissen auf dem Boden geben. Du kannst auch beide Hände hinter dem Kopf falten und so dich nach links beugen, nach links drehen vielmehr. Damit werden auch die seitlichen Bauchmuskeln gestärkt. Und du kannst auch versuchen, die linke Hand so weit um den Rumpf herumzugeben, dass die Fingerspitzen Richtung Nabel gehen. Linke Hand. Genau. Also verschiedene Variationen von Parshva Vajrasana, besonders geeignet für Menschen, die bestimmte Hüft-Kreuzbein-Gelenksprobleme haben oder auch bestimmte Drehungen im Hüftgelenk nicht richtig können. Diese Stellungen führen zu weniger Massage der Bauchorgane wie der klassische Drehsitz, aber führen oft zu einer stärkeren Drehung in der Wirbelsäule. Alle Informationen über alle Variationen des Drehsitzes in der Yoga-Vidya-App oder auf wiki.yoga-vidya.de.